Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS17 auf der Nordfriesenmarsch vielfach zusammen mit der McMahon aus dem Manimals-Projekt. Komm mal her, wo bist du? Komm mal her. Hör mal auf mit dem Scheiß, Alter. Außerdem riechst du noch Monster Slushy aus der Fratze. Ekelhaft. Ekelhaft! Junge, 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 ey. Du musst doch Langeweile haben. Das gibt's ja gar nicht, sowas. Ist dann nicht mehr normal. So, gleich mal kommen wir hier gleich mal zum Wichtigen, meine lieben Freunde. Denn es gibt nämlich einen neuen Mod. Wir haben einen ganz engagierten jungen Herrn bei uns jetzt im Team. Nämlich den Buddha Black. Den muss man nämlich an der Stelle auch einfach mal erwähnen und loben. Der versorgt nämlich aktuell, kümmert sich um unsere Server. Aber nichtsdestotrotz kam ja auch die Frage, wo ist Tiger? Tiger ist auch noch da, Leute. Keine Angst, der liebe Tiger ist auch noch da. Der wird vielleicht auch demnächst mal wieder in einer Aufnahme mit dabei sein, aber immer ruhig bleiben, da gab es ein paar Sachen zu klären, die sind geklärt und von daher ist alles cool, ne? So, nicht wundern, gell, so, dann haben wir aber noch einen dritten Mann im Team, also wir sind jetzt schon zu fünft. Für Sie. Zu fünft? Also mit uns. Ach so, ja, dann ja. Das ist eine Sache, die mich unglaublich freut, wenn ich ehrlich bin. Ja, mich ehrlich gesagt auch und ja. Mich freut es auch, dass... Unglaublich. Ja, mich freut das, ehrlich. Da kann man nichts anderes mehr zu sagen, außer geil. Bin so glücklich in dem Moment. Aber was ich noch sagen wollte, und zwar, wir haben hier ein paar neue Mods drauf, und zwar Glass Cargos. Die hat uns der liebe Buddha hochgeladen auf den Server und vorbereitet. Glass Cargos 47, 57, 67, das sind Anhänger mit hinten rausschieben. Aber Moment, was können die laden? Ah, die können auch nicht alles laden. Warum haben die Anhänger immer das Problem, dass sie nicht alles laden können? Das verstehe ich nicht. Das ist aber jetzt mein Fail. Warum? Das hat er mir gesagt. Und ich habe gesagt, wir haben das Ding drauf, dass man in die Hänger alles reinpacken kann. Diese Mod. Ha. Okay, da müssen wir nochmal prüfen. Aber die sind auf jeden Fall drauf, da werden wir uns einen gönnen. Die sind auch nicht so teuer, von daher alles cool. Aber dann gucken wir nochmal ganz schnell hier, was der Kontostand sagt. Leute, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, und zwar kostenlos, dann haut nach dem Video einfach den Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Däumchen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat und ja, ihr einfach uns ein bisschen was Gutes tun wollt. Das wäre ganz lieb. Aber jetzt kommen wir erstmal zum nächsten. Und zwar, wir wollten hier mit der Kacke ein bisschen auf dem Feld rumschmeißen, aber nicht nur das. Sondern wir hatten auch gefragt, was sollen wir mit dem Geld machen? Was sollen wir als nächstes machen? Und da stand doch öfters in den Kommentaren, ob wir denn nicht einen Traktor verkaufen wollen. Moment, haben wir echt ein bisschen viel. Habe ich mir auch gerade schon überlegt. Und wir sollen quasi einen verkaufen und dann den Big Butt, den großen uns holen. Aber oh, ja. Auch Felder kaufen. So, und da wir aber aktuell... Ja? Ja, wo wir gerade bei Kommentaren sind, wir hatten ja dazu aufgerufen, dass die Leute mal sagen sollen, welche Edition wir von den Class nehmen sollen. Also welche Farbe und so. Ach, das war noch das Video davor, stimmt. Genau. Ich hatte ein paar Kommentare, die haben geschrieben, schwarz. Echt? Ja. In schwarz? Schwarz. Okay. Hätte ich gedacht. Siehst du? Können wir noch umändern, ist ja kein Thema, ne? Machen wir dann direkt in der Folge. Aber ich habe auch bei dir geschaut, bei dir hat auch der größte Teil schwarz gesagt. Schweine, das haben noch ganz viel Gülle. Gut, wir machen mal Folgendes. Und zwar, wir werden... Ach, einfach zu viel Power, Leute. Einen JCB verkaufen, würde ich vorschlagen. Ach nee, wir könnten... Nee, den Deutz. Warte mal, den Deutz könnten wir doch verkaufen. Können wir auch verkaufen, den grünen, ja. Ja, den Monster Deutz. Nee, den grünen. Ist ja der mit Monster drauf, ne? Der ist ja gut. Der ist schwarz. Mir reicht's. So langsam. Können wir nicht den Monster Deutz verkaufen? Uns lossagen von der Sucht? Nein. Ich tausche den Monster Deutz gegen zwei normale Deutz dann ein. Wollen wir die Zuschauer entscheiden lassen? Nein. Also, ohne dass ich jetzt in irgendeine Partei ergreifen würde, ne? Ich würde dann sagen, pass auf, JCB, gelb, JCB schwarz oder einen
Pass auf. Oder einen Deutz. Also, nicht welchen, einen Deutz. Was sagst du? Ja, nö. Wie? Ich behalte mein Deutz, da können die Leute nörgeln und nein. Ja, aber wir haben ja zwei Deutz, wir können ja dann trotzdem den anderen. Ja, der verkaufen. Grüne, den grünen brauchst du nicht beabstimmen, kannst du verkaufen. Ja, lass mal, komm, wir lassen die Zuschauer wieder entscheiden. Nein! Nein, nur ob Deutz oder JCB gelb oder JCB schwarz. Okay, aber der grüne Deutz. Ja, also ihr könnt natürlich immer so in Klammern dahinter schreiben, welcher Deutz, aber nur fürs Protokoll, ne? Kann ich euch nicht versprechen, dass was raus wird. Nein, aber ich habe ja eine Tendenz, die verrate ich aber nicht. Es ist nicht der Monster Deutz. Egal, schreibt es mal in die Kommentare, Leute, und wir werden das Ganze dann umsetzen. Ne, dass wir hier mal ein bisschen nach eurer Pfeife tanzen, oder? Seid ihr davon? Genau, also ist egal welcher. JCB gelb, JCB schwarz oder Deutz. Und da schreibt er einfach mal in Klammern dahinter welcher. So, okay. Wir wollten den Anhänger holen. Und wir wollten uns Felder kaufen. Aber wir wollten uns auch den großen Big Butt holen. Wollen wir uns erstmal den großen Big Butt fix holen? Ja. Okay. Gönnen wir uns den einmal. So, aber nicht nur den, sondern dann gibt es auch gleich noch den Anhänger dazu. Gönnen wir uns natürlich den großen, alles andere wäre Quark. Was ist jetzt der große? Moment. Ja, 760er. So. Okay. Alter. Was ist? Alter, du hast gerade mal 400.000 ausgegeben, Alter. Was? Niemals. Bin gleich ganz anders mit der Gearbox. Irre. Ja, den gibt's nicht ohne. Den gibt's nur in Zwillingsbereifung, ne? Wollte ich nur anmerken. Okay. Ja, das war's fürs Feld, ne? Was soll ich dir, ey? Alter Schwede, ey. Boah, der braucht die komplette Straßenbreite. Wie krass ist das denn? Hammer hat, ey. Das ist ja wirklich mal heftig. So, naja, der kommt. Lull. Der kommt auf jeden Fall der dicke Grubber hinten dran. So. Und dann schauen wir mal. Gut. Ja, Füsi. Ja. Was gibt's denn so Schönes? Neues. Eigentlich. Nix. Wir wollten eigentlich auch einen Radlader holen, ne? Oder irgend sowas. Oder ja, einen Radlader. Fünf. Ja, für den Mist. Ja, ja. Auch eine größere Anhängerhalle. Das wird nichts mehr hier. Guck erstmal, ob da reinpasst. Wer denn da? Ja, ob da Getreide reingeht und sowas in den Hänger. Der Getreide, glaube ich, geht ja gar nicht rein. Nee. Probier mal. Wahrscheinlich kommst du hier gar nicht damit drauf, oder? Mit dem Trecker. Ach nee. Warte, muss ich ein bisschen rückwärts fahren. Nope. Ja, müssen wir umschreiben lassen. Geben wir mal Chris in der Hand. Ja. So. Okay. Dann. Der Anhänger kann erstmal hier in die Garage.
Und was wollten wir noch machen? Ach so, den Glas noch umlackieren, ne? Willst du das machen? Ja, kann ich machen. Super. So, dezente Auswahl. Jetzt müssen wir erstmal noch eine Garage für den Big Bad finden. Beziehungsweise würde ich behaupten, dass wir den gleich mal aufs Feld schicken. Und zwar werden wir den mal direkt ansehen schicken, würde ich behaupten. Ist die Frage nur, was wir ansehen. Was wollen wir ansehen, Onkel? Ja, das ist die Frage, ne? Oh, Weizen haben, Mais. Weizen haben wir so gut wie gar nichts mehr. Ja, auf jeden Fall Weizen und Mais ansehen. Ja. So, da brauchen wir aber auch noch ein bisschen Saatgut. So, wie war das jetzt? Welchen Düngerstand hatten unsere Felder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Oh Gott. Ist gar kein Saatgut mehr drin. Saatgutproduktion. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal in die Saatgutproduktion, dass wir das hier direkt übergeladen kriegen. Mit dem schönen Träumchen. Sag mir jetzt nicht, warte mal, muss doch eigentlich hier an dem Rohr auf jeden Fall gehen. So. Oh, komm schon. Ja. Das gibt's ja nicht. Wieso können wir das? Ach, Mann, ey. Es ist so grauenhaft. Es ist so grauenhaft. Wieso? Warte mal. Kriegen wir das nicht aus dem Rohr direkt? Sag mal, die Saatgut kriegen wir die in die Seema, in die Rosch zum Befüllen kriegen wir gar nicht aus dem direkt aus dem Rohr raus, oder? Nur hinten aus dem Bunker dann. Ach so, ja. Muss das wieder mit dem Anhänger umbunkern und? Ja. Natürlich doof gelaufen. Aber nicht zu ändern. Deswegen haben wir übrigens so viele Traktoren. Müsste ich mal ganz klar anmerken. Mal überschauen hier. Was willst du denn schauen? Haben wir die schon eine von? Ich will mir mal eine Schaufel für 4.400. Größere? Ja. Eben. Auf jeden Fall.
So, da einmal Saatgut rein, dann hinten umbunkern und dann können wir da Saatgut rausholen. So ist der Plan. Und dann können wir die Saatgut, Sämaschine befüllen. Und ja. Na los. Dann nehmen wir gleich alles mit. Jawohl. So, jetzt müsste mal einer hier hinten die Klappe aufmachen. Dass der alte Herr nicht wieder aussteigen muss. Ist keiner da zum Klappe aufmachen, ja? Sehe ich das richtig? Da. Ah. Wenn man hier Lehrlinge hat. Ich verstehe es einfach nicht. So. Das da rein. Da steht erstmal noch eine 0, weil das dauert eine Minute, bis das umgebunkert wird. Eine kleine. Okay. Perfekt. Wir sind auch fertig, aber ich will trotzdem das Ganze noch machen, ansonsten habe ich wieder nichts geschafft. Und das kann ich mir einfach nicht mehr. Das kann ich mir einfach nicht mehr leisten, weißt du, nach meiner Abmahnung, die ich letztens schon von Füsi bekommen habe. Hä? Ja. Abmahnung. Ja, welche Abmahnung nach der Folge? Manu ist hier, müssen wir reden. Ich meine, ich habe mir die letzten Folgen bei dir angeguckt, was du so machst. War ein bisschen dünn. Ja, ist klar. Ja. War ein bisschen dünn. Wie so meine Einstellung dazu ist, zu dem Thema und alles. Ja, so fing das Ganze an. Wusste ich erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. So, ich muss ja ganz kurz die Zeit hochdrehen. Ja. War's schon? Okay, ich geb's auf, ich bin zu doof. So war das. Gut. Passt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wollt ihr euch dafür jetzt sagen? Ja, vielen Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.